Die Dollarnote. Wir sehen sie, halten sie in der Hand und geben sie aus. Täglich. Aber wann betrachten wir sie genauer? Verborgen in ihrem Design finden sich mysteriöse Bilder und historische Symbole. Da gibt es ein markantes Symbol, eine unvollständige Pyramide mit dem alles sehenden Auge der Vorsehung. Warum sind sie dort? Und was bedeuten sie? Amerikas Schicksal ist in diesen Symbolen verborgen, eine Zivilisation ohne einen Glauben an Gott. Verschwörungstheoretiker glauben, dass diese aufwendigen Symbole Teil einer politischen und religiösen Verschwörung sind, entstanden in der Gründerzeit der USA. Verwickelt darin sind nicht nur die Gründerväter, sondern auch einer der meistverehrten Präsidenten, Franklin D. Roosevelt. Kernstück dieser Verschwörung sind die Freimaurer. Conspiracy is two-seated paranoia. She has many enemies. What's going on behind the closed doors? It's a conspiracy. Conspiracy theories. Was sind die Geheimnisse der Dollarnote? Bei näherem Betrachten enthüllt die Dollarnote ein komplexes Design. Sie ist voller Bilder. Bilder mit symbolischer Bedeutung. Eine Pyramide, ein allsehendes Auge, ein Adler. Oder ist es ein Phönix? Was bedeuten sie und wie kamen sie dorthin? Es wimmelt nur so von Verschwörungstheorien, angeheizt durch Radioanrufe, umstrittene Publikationen und sogar Hollywood-Blockbuster. Aber was ist die Wahrheit? Alles beginnt mit dem großen Siegel, dem offiziellen Wappen der USA. Dieses Symbol ist das Herzstück der Dollarnote. Erst wenn wir dieses Siegel verstehen, können wir anfangen, die Geheimnisse zu entziffern, die sich im Design der Dollarnote verstecken. Die meisten Leute denken bei dem großen Siegel zunächst an die Vorderseite. Einen Adler mit Pfeilen, einem Ölzweig und einem sechszackigen Stern über seinem Kopf. Das erkennen die meisten Amerikaner als ihr Siegel an. Die Rückseite des Dollars kennzeichnen jedoch zwei runde Embleme, denn das Originalsiegel war doppelseitig wie eine Münze, mit Vorder- und Rückseite. Auf der Vorderseite befand sich der bekannte amerikanische Adler, aber die Rückseite schmückte ein sehr viel mysteriöseres Symbol. Das stellte eine völlig neue Erfahrung dar. Der Schein enthält Symbole, die nicht amerikanisch sind. Es gibt keine Pyramiden in Amerika. Doch diese Pyramide befand sich auf der ursprünglichen zweiseitigen Ausführung, die als offizielles Siegel der USA entworfen wurde. Seit Jahrtausenden nutzen Völker, Kulturen und Regierungen Siegel, um Dokumente zu beurkunden, Besitztum zu kennzeichnen und Sicherheit zu gewährleisten. Die Siegel waren extrem wichtig, da sie über die Ursprünge der Nation Aufschluss gaben und Heraldikern, also Wappenkundlern, zudem etwas über deren Absicht verrieten. Seit ihrer Schöpfung gilt die Adlerseite des Siegels als Sinnbild für Amerika. Doch die Rückseite, die die Pyramide zeigt, sieht man nur auf der Rückseite der Dollarnote. Warum wurde das Siegel also mit zwei Seiten entworfen? Und was verraten diese Bilder über Amerikas Absichten? Das große Siegel hat sich mit der Zeit entwickelt, doch basiert es vor allem auf einem Design, das die Gründerväter entwarfen. Zur Zeit der amerikanischen Revolution, der Unabhängigkeitserklärung vom Mutterland Großbritannien, war es sehr wichtig für die neue Nation, ihre eigene Identität in einem Siegel auszudrücken. Dieses Siegel sollte Amerika gegenüber dem Rest der Welt repräsentieren. Die Gründerväter wussten, dass es gewissermaßen die höchsten Werte jenes neuen Landes symbolisieren sollte, für das sie gekämpft hatten. Am 4. Juli 1776 wurde ein Komitee zum Entwurf des Siegels gegründet.
Es dauerte letztendlich 6 Jahre und beanspruchte die Arbeit 2 weiterer Komitees, bis die endgültige Version des großen Siegels, wie es heute die Dollarnote ziert, gebilligt wurde. Doch im Laufe der nächsten 200 Jahre stand das große Siegel im Zentrum einer anhaltenden und zunehmenden Debatte, vor allem seit es das Herzstück der Dollarnote ausmachte. Nehmen wir einmal an, dass es eine Verschwörung gab, dass die Entwurfkomitees von einer Geheimgesellschaft infiltriert waren, den Freimaurern. Man muss wissen, dass die Freimaurer ihre Ziele nicht offen verfolgten, sie hielten sie geheim. Sie versteckten ihre Symbole im Siegel, sodass nur Eingeweihte sie verstehen konnten. Doch wer sind diese Freimaurer? Obwohl ihre frühesten Anfänge nach wie vor ungeklärt sind, lässt sich die moderne Freimaurerei bis zu den Geheimgesellschaften der Steinmetze zurückverfolgen, die die großen Kathedralen in Europa bauten. Die Freimaurer wurden ursprünglich zu demselben Zweck gegründet, wie alle Handwerksverbände, ähnlich den heutigen Gewerkschaften. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die Freimaurerei als weit mehr als nur eine Handwerkszunft betrachtet. Sie hatte sich zu einer Art alternativen Philosophie entwickelt, die das Wissen und die alten Traditionen der Steinmetze in komplizierten Ritualen und geheimen Zeremonien zelebrierte. Ihre zentrale Philosophie hieß Brüderlichkeit und die Anerkennung der Gottesvaterschaft. Ihr Ziel war es, alle Religionen einzubeziehen. Aristokraten und Wissenschaftler begannen, ausschließlich auf persönliche Einladung hin, den Freimaurern beizutreten. Sie brannten darauf, in der Sicherheit der privaten Logen oder Treffpunkte verschiedene Ansichten und Ideen zu diskutieren. Diese Männer verbreiteten das Freimaurertum in ganz Amerika. Ende des 18. Jahrhunderts war die Freimaurerei eine relativ elitäre Gesellschaft, die sich auf die gehobene Mittelschicht der USA beschränkte. Sie war auch eine der wenigen Organisationen über die Grenzen der einzelnen Kolonien hinweg. Freimaurer war Freimaurer, ob in Massachusetts oder in South Carolina. Das Freimaurertum war eine Geheimgesellschaft von gebildeten und einflussreichen Männern geworden, die durch eine Bruderschaft verbunden waren, die alle geografischen und religiösen Unterschiede überwand. Und einige glauben, dass die Freimaurerei eine alternative Religion zum traditionellen Christentum war und noch heute ist. Die Freimaurer sind eine Geheimgesellschaft, die behauptet, sie sei nicht geheim, aber heilig. Doch sie ist geheim. Weder Sie noch ich können einfach so zu Ihren Treffen gehen, auch nicht die Medien. Falls Sie unlautere Absichten mit unserer Zivilisation haben und wir dies verhindern wollten, müssen Sie sie geheim halten. Zweifellos bildete das Freimaurertum während des Unabhängigkeitskrieges ein mächtiges Netzwerk verschiedenster Männer, die eine entscheidende Rolle im Kampf gegen die Briten einnahmen. Zur Zeit der Revolution waren viele prominente Amerikaner Freimaurer. George Washington war zweifellos einer der bedeutendsten. Benjamin Franklin, Paul Revere, John Hancock, sie waren Freimaurer und von großer Bedeutung während der Revolution. Benjamin Franklin wurde Mitglied des ersten Komitees, das mit dem Entwurf des großen Siegels beauftragt war. Zum Komitee gehörte auch Thomas Jefferson, von dem man annimmt, dass er ebenfalls Freimaurer war, obgleich dies nie offiziell bestätigt wurde. Das letzte Mitglied des Komitees war John Adams, der später 2. Präsident der USA wurde. Unterstützt wurden sie von einem Wappenkünstler namens Pierre-Eugène du Simitière. Du Simitière lieferte letztlich 4 Elemente, die in die Endversion des Siegels übernommen wurden. Dies waren die Jahreszahl der Unabhängigkeit 1776 in römischen Ziffern, ein Schild, das lateinische Motto aus vielen eines und das Auge der Vorsehung, das als Freimaurersymbol gilt. Allerdings lässt sich heute schwer feststellen, wie viel Einfluss die einzelnen Freimaurer auf das große Siegel nahmen. Vor allem, weil noch 2 weitere Komitees mit jenem Wappenkünstler einberufen wurden, bevor das endgültige Design angenommen wurde. Eines der größten Probleme bei der Forschung auf diesem Gebiet, vor allem wenn es um die Gründerväter und das große Siegel geht, ist die Tatsache, dass viele Aufzeichnungen während der Revolution verbrannten oder verloren gingen. Dies geschah absichtlich, da die Briten beschlossen hatten, möglichst alle Geheimgesellschaften in den USA auszulöschen.
Die Briten fürchteten die Macht dieser Gesellschaften, insbesondere die einer verehrten Persönlichkeit. Der Mann, dessen Gesicht noch immer die Dollarnote schmückt, der erste Präsident der USA, George Washington. 33 seiner Generäle waren Freimaurer. Sie wahrten absolute Geheimhaltung und verschrieben sich mit Leib und Seele der Sache, bereit, ihr Leben zu opfern, was sie auch taten. Nach der geheimnisumwitterten Entstehung des großen Siegels verwundert es daher kaum, dass seine Verwendung auf der Dollarnote ein solch großes Interesse weckt. Enthüllt ein genauer Blick auf die Dollarnote den Einfluss einer Untergrundorganisation? Und hat sie geheime Botschaften auf dem Dollar versteckt, die ihr bei der angestrebten Weltherrschaft helfen soll? Wer war für die Symbole auf dem großen Siegel der USA und auf der Rückseite der Dollarnote verantwortlich? Und warum befinden sie sich dort? Verschwörungstheoretiker sind besessen von der Idee, dass diese Symbole von großer Bedeutung für die Freimaurer sind. Sogar Hollywood schlägt Kapital daraus. Der Film Das Vermächtnis der Tempelritter mit Nicolas Cage in der Hauptrolle erzählt von der Jagd auf einen verschollenen, von den Freimaurern versteckten Schatz. Diese Filme sind enorm wichtig. Sie enthüllen den Amerikanern erstmals die Tatsache, dass ihre Gründerväter in Angelegenheiten verwickelt waren, die historisch niemals wirklich diskutiert wurden. Das ist einer der Aspekte an Das Vermächtnis der Tempelritter, der die Leute faszinierte. Der Film machte sie auf Dinge aufmerksam, die sie ihr Leben lang angeschaut haben. Das Dreieck, das allsehende Auge über der Pyramide auf der Rückseite des Dollars. Sie alle haben ihren Ursprung bei den Freimaurern. Verschwörungstheoretiker fühlten sich bestätigt durch die Aufzeichnungen des Philosophen Manly Hall. Manly P. Hall war einer der großen Freimaurer-Schriftsteller und schrieb das Buch The Secret Destiny of America. Er behauptete, dieses Schicksal sei in den Symbolen der Dollarnote versteckt. Betrachten wir also nochmal die Rückseite der Dollarnote und finden heraus, was die Symbole bedeuten. Das haben bisher nur wenige getan. 99% der Amerikaner haben keine Ahnung, was diese beiden Kreise bedeuten sollen. Die Kreise repräsentieren die beiden Seiten des großen Siegels, das von den Gründervätern entworfen wurde. Damals waren sogenannte Hängesiegel weit verbreitet. Es waren Wachsplatten, die mit Bändern und Schnüren an Dokumenten angebracht wurden, oftmals mit verschiedenen Bildern auf jeder Seite. Diese wurden von selbstklebenden Siegeln in Form eines bedruckten Papiersiegels abgelöst. Von da an wurde nur noch die Vorderseite des alten Siegels benutzt. Um zwei Papiersiegel, Vorder- und Rückseite, zu benutzen, brauchte man gut 15 cm Platz auf einem Vertrag oder Dokument. Aber manche Theorien stellen in Frage, ob dies wirklich der Grund ist, warum die Rückseite des Siegels nicht benutzt wurde. Sieht man sich die Rückseite des großen Siegels der USA an, findet man dort ein sehr markantes Emblem, eine unfertige Pyramide, über der das Auge der Vorhersehung schwebt. Das allsehende Auge ist ein Symbol, das von den Freimaurern benutzt wird. Wahrscheinlich hat der Künstler Francis Hopkinson, der am Entwurf der amerikanischen Flagge beteiligt gewesen war, die Pyramide hinzugefügt. Er war der Berater des zweiten Komitees, das mit dem Entwurf des Siegels beauftragt wurde. Auch er soll Freimaurer gewesen sein. Francis Hopkinson entwarf die 50-Dollar-Note von Connecticut. In das Design integrierte er eine unfertige Pyramide in einem Kreis. Nachdem er dieses Design erfolgreich in Connecticut eingesetzt hatte, schlug er es erneut für die Vereinigten Staaten vor. Warum aber eine Pyramide auf einem Emblem der Vereinigten Staaten? Wenn Hopkinson ein Freimaurer gewesen wäre, dann ergab dies Sinn. Selbst heute stehen bei deren Ritualen vor allem Mythen im Vordergrund. Sie verbinden die Bruderschaft mit den Geheimgesellschaften der Steinmetze, welche die Gräber und Tempel der Antike errichtet hatten. Für Hopkinson stellte die Pyramide einen Tempel dar, einen Ort der Einführung von altertümlicher Weisheit. Die Freimaurer betrachten die Pyramide als ein Haus für ihren Gott. Sie ist versiegelt und wartet auf die neue Weltordnung, bis ein Gott sie betritt und als sein Haus erwählt.
Die Freimaurer sprechen im Allgemeinen von ihrem Gott als dem großen Architekten des Universums. Für sie war dieser große Architekt mehr in Gewichten, Maßen, Distanzen, Geometrie und allem um uns herum, die Perfektion der Natur, Harmonie und Balance personifiziert, als auf die traditionelle jüdisch-christliche Art. Das war nicht antichristlich, sondern einfach nur anders. Doch Verschwörungstheoretiker glauben, Freimaurer folgten den Ritualen einer alten Religion, die definitiv unchristlich ist. Sie glauben nicht, dass es einen Schöpfungsakt gab, und derjenige, der daran glaubt, glaubt an einen riesigen Unsinn. Die Pyramide ist der Ort, wo sie die Leute in diese alte, geheimnisvolle Religion einweihen. Die Religion eines Universums ohne einen göttlichen Schöpfer. Und dass die Pyramide auf dem großen Siegel unvollendet ist, hat ebenfalls seine Bedeutung. Wenn der letzte Stein auf die Pyramide gesetzt ist, dann wird Amerika genau zu der Nation, zu der es bestimmt ist. Das Symbol der Pyramide ist nur der Beginn der Diskussion der Verschwörungstheoretiker über die versteckten Freimaurercodes in der Ikonografie der Dollarnote. Auch das Auge an der Spitze der Pyramide sei ein Freimaurersymbol, welches von ägyptischen Hieroglyphen stammt. Das, was die alten Ägypter das Utjat-Auge oder das Auge des Horus nannten, soll ewiges Leben oder auch Auferstehung repräsentieren. Es ist das allsehende Auge ihres Gottes, das Ordo ab Chao bringt, also Ordnung aus dem Chaos. Das Auge steht über der Pyramide und nicht auf ihr. Das bedeutet, dass sie ihr Werk noch unvollendet sehen und das Universum eine Ordnung erhält, sobald ihr Gott seinen rechtmäßigen Platz in der Pyramide eingenommen hat. Das Auge ist ein immer wiederkehrendes Freimaurersymbol, das sie in ihren Bildgestaltungen und Tempeln schon seit dem 18. Jahrhundert benutzten. Dass die Gründerväter zur selben Zeit auf genau dieses Symbol stießen, scheint vielen mehr als ein Zufall zu sein. Manche von diesen Verschwörungstheoretikern glauben an ein ganzes System miteinander vernetzter Geheimgesellschaften, die alle unheilvolle, bösartige Absichten verfolgen. Als weiteren Beweis für die Verehrung lange verborgener Geheimgesellschaften trug Amerikas erster Präsident und bekennender Freimaurer George Washington einen Freimaurerschurz mit einer aufgesteckten Pyramide als auffälligem Schmuck. Und der Entwurf der neuen Hauptstadt, welche die Gründerväter bauen wollten, basierte offensichtlich auf den architektonischen Philosophien des alten Ägypten. Die meisten Gebäude in Washington, D.C. wurden von den Freimaurern entworfen und errichtet. Bauen war ihre Stärke. Sie wussten, wie man Gebäude zu aus der Luft erkennbaren Mustern anordnet. Man konnte spirituelle Energien kanalisieren, wenn man die Gebäude nach bestimmten Sternbildern anordnete. Aber die versteckte Bedeutung der Dollarnote geht weit über das Kuriosum der Pyramide und des allsehenden Auges hinaus. Selbst die größten Symbole Amerikas lassen Raum für beunruhigende Interpretationen. Der Adler gilt als wichtigstes Symbol der amerikanischen Republik. Er soll für Freiheit und Stärke stehen und ist das bekannteste Bild des großen Siegels auf der Dollarnote. Manche glauben, ursprünglich sollte er den weitaus unheimlicheren Phönix mit seinen Verbindungen zum alten Ägypten darstellen. Aus dem Meer des Chaos erhebt sich der Phönix und Ägypten wurde geboren. Der Phönix in einigen der frühen Entwürfe steht für den Gedanken der Wiedergeburt. Wir haben es hier mit einer Nation zu tun, die in einer unglaublich prägenden Zeit aus Rebellion geboren wurde. Doch der Phönix wurde durch den amerikanischen Weißkopfseeadler ersetzt. Es gab eine große Debatte unter den Gründervätern, welcher Vogel die Nation repräsentieren sollte. Soweit ich weiß, sollte es immer der amerikanische Adler sein. Die Freimaurer schreiben, in der Mystik ist der Adler das Symbol der Initiation, das heilige Tier der Sonne. Der Adler repräsentierte auch den großen ägyptischen Sonnengott Amun-Ra. Man kann davon ausgehen, dass der Adler nicht amerikanischen Ursprungs ist, sondern den ägyptischen Sonnengott repräsentiert.
Sie wussten, dass es eine Verbindung zwischen Sonnengott und Adler gab. Sie nutzten dieses Symbol als Initiationssymbol in die Geheimnisse der Freimaurerlogen und der alten mystischen Religion. Für die Verschwörungstheoretiker beweisen die Sterne über dem Adlerkopf, dass die Freimaurer ihre Botschaften in der Dollarnote verborgen haben. Über dem Kopf des Adlers befindet sich eine Gruppe von Sternen, 13 fünfzackige Sterne, die, wenn man sie verbindet, einen sechszackigen Stern ergeben. Wenn man den Stern dann nach oben über die Pyramide verschiebt, deutet er auf bestimmte Buchstaben in der lateinischen Inschrift um ihn herum, die angeblich ein Anagramm darstellen. Im amerikanischen Wörterbuch ist das Wort Anagramm definiert als die absichtliche Umstellung der Buchstaben eines Wortes, um das eigentliche Wort zu verschleiern. Entschlüsselt soll man das Wort Freimaurer erhalten. Daher wissen wir, dass die Freimaurer die Entwürfe des großen Siegels schufen. Die Suche nach versteckten Bedeutungen in der Ikonografie der Dollarnote ist nicht allein auf diese Bilder begrenzt. So soll auch die Zahl 13, die von Abergläubischen am meisten gefürchtete Zahl, in den Symbolen der 1-Dollar-Note versteckt sein. 1960 veröffentlichten die Freimaurer einen Artikel im New Age Magazine, in dem sie die Zahl 13 und die Zahlen verschiedener Symbole, die mit ihr in Verbindung stehen, den Freimaurern zuordneten. Sie weisen auf die Wiederholung der symbolischen Zahl 13 hin. Es gibt 13 Blätter am Olivenzweig in der rechten Klaue, 13 Pfeile in der linken Klaue, 13 Sterne über dem Kopf des Adlers und 13 rote und weiße Streifen auf dem Schild. Für alle Geheimgesellschaften ist die Zahl 13 von enorm großer symbolischer Bedeutung. Sie steht für Wiedergeburt und Erneuerung. Erweckt man etwas zum Leben und gestaltet es neu, ist es immer auch mit Anstrengung verbunden. Weshalb die 13 sowohl neues Leben als auch Tod bedeuten kann. Tod des Alten, Geburt des Neuen. Hier haben wir ein absichtliches Verbergen der 13 als Zahl der Freimaurer auf der Rückseite unserer Dollarnote. In vielen Kulturen wird die 13 als Unglückszahl angesehen. Nach den Verschwörungstheoretikern jedoch hat sie eine weitaus finsterere Bedeutung. Die 13 repräsentiert Satan, den Teufel. Das ist meiner Meinung nach der Grund, warum die Freimaurer diese Zahl verehren. Und das hat ungeahnte Folgen. Sie glauben, dass in das Design des großen Siegels noch andere Zahlen eingebettet sind, die für die Freimaurer von Bedeutung sind. Auf der Adlerseite des großen Siegels kann man 32 Federn auf der linken Flügelseite des Vogels zählen und 33 auf der rechten. Dies soll sich auf die 33 Grade der Freimaurerei beziehen, die vom obersten Rat des schottischen Ritus eingeführt wurden, Amerikas prominentesten Freimaurern mit Hauptquartier in Washington. Der Rat des 33. Grades, der sich in Washington trifft, beansprucht in seinen eigenen Schriften, die Mutter der Rechtsprechung zu sein, der oberste Rat der Welt. Manly P. Hall nannte sie die mächtigste Organisation der Erde. Sie würden Könige bestimmen, ebenso wie das Schicksal der Welt. Das nennt man Macht. Es wird behauptet, es gebe ein entscheidendes Stück Information auf der Dollarnote, das ein Komplott der Freimaurer erkennen ließe. Über dem Auge an der Spitze der Pyramide gibt es eine lateinische Inschrift, Anuit Coeptis. Das bedeutet so viel wie, die Vorsehung hat unsere Unternehmungen begünstigt. Verschwörungstheoretiker behaupten, wenn man diesen Satz mit der zweiten Inschrift kombiniert, käme eine düstere Nachricht zum Vorschein. Amerikas geheimes Schicksal ist mit den lateinischen Phrasen Anuit Coeptis und Novus Ordo Seclorum verknüpft, die den Eintritt einer neuen Weltordnung vorhersagen. Ihr Ziel ist, eine neue Weltordnung weltweit gültig, wenn sie in naher Zukunft errichtet wird. Eine neue Weltordnung, die Regierung und Kirche, wie wir sie kennen, ablösen wird? Die steht aber im Gegensatz zu der Nachricht über der Zahl 1 auf der Dollarnote. Wir vertrauen auf Gott. Das wird eine neue Zivilisation. Wir werden anders leben als heute.
Diese neue Weltordnung soll ein globales Phänomen sein und sich über nationale Grenzen und privaten Besitz hinwegsetzen. Alle traditionellen Religionen werden durch ein neues Glaubenssystem abgelöst, eines, das die Freimaurer vorschreiben. Die Theorien besagen, dass diese Gruppen tatsächlich planen, die Welt zu beherrschen, was bei den Gründervätern und mit dem großen Siegel begann. Mit den Symbolen in diesem großen Siegel wollten sie uns dies zeigen. Es ist eine Erleuchtung, aber nur für den, der Augen hat zu sehen. Die Hinweise auf versteckte und möglicherweise unheimliche Bedeutungen in den Symbolen der Dollarnote scheinen sich zu verdichten. Wie können Historiker und vor allem Freimaurer all dies entkräften? Angesichts all dessen scheint die Annahme plausibel, dass die Dollarnote versteckte Nachrichten verbirgt. Sie wurden vermutlich von einer kleinen Sekte von Freimaurern eingebaut, die am Entwurf des großen Siegels und dem späteren Entwurf der Dollarnote beteiligt waren. Die Freimaurer selbst halten die Idee einer Verschwörung für lächerlich. Ebenso könnte man annehmen, dass Juden, Katholiken, Muslime oder Protestanten die Weltherrschaft anstrebten und jeden zwingen wollten, ihre Religion anzunehmen. Ich glaube nicht, dass dies der Fall ist. Ich kann zwar niemanden davon abhalten zu denken, wir handelten aus purem Eigennutz, doch meine Überzeugung ist das nicht. Die herrschende Schicht der letzten 2000 Jahre war in der westlichen Welt stets eine christliche. Kirche und Staat interagierten sehr eng miteinander. Alles, was ihren Regeln entgegentritt und sich auf ein älteres Erbe, heiligere Ideale oder tiefer gehende Symbole beruft als im Christentum, verängstigte die herrschende Schicht. Vielleicht fielen die Freimaurer ihrer eigenen Verschwiegenheit zum Opfer. All die Mysterien schürten Argwohn und die Angst vor dem Unbekannten. Die Leute mögen keine Symbole, die sie nicht verstehen und von denen sie annehmen, sie verheimlichten ihnen wichtige Informationen. Ich glaube, deswegen hat die Freimaurerei viele Feinde. Aber wozu dann diese Symbolik? Freimaurer entgegnen, viele Argumente bezüglich der großen Einflussnahme der Freimaurer ergeben keinen Sinn. Zum Beispiel behaupten Verschwörungstheoretiker, fast alle Männer, die die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben, waren Freimaurer. Doch dafür gibt es keinerlei Belege. 56 Männer unterschrieben die Unabhängigkeitserklärung. 9 von ihnen waren nachweislich Freimaurer. Damit meine ich, dass es Aufzeichnungen gibt, die belegen, dass sie Logen angehörten oder dass es Mitgliedsausweise gibt. Für die Verfassung kamen 55 Delegierte zum Verfassungskonvent. 39 von ihnen unterschrieben die Verfassung. 11 von diesen 39 waren nachweislich Freimaurer. Angeblich war Benjamin Franklin der einzige Freimaurer in den Komitees, die das große Siegel entwarfen. Mit einer möglichen Ausnahme, dem Künstler Francis Hopkinson. Es wird oft behauptet, dass Thomas Jefferson ein Freimaurer war. Der beste Beweis dafür ist die Tatsache, dass die Freimaurer an seinem Begräbnis teilnahmen. Natürlich nahm fast jede bürgerliche Organisation des Staates Virginia an seinem Begräbnis teil, soweit sie dorthin reisen konnte. Das ist also nicht verwunderlich. Moderne Wissenschaftler haben die Aufzeichnungen untersucht und keinerlei Beweise gefunden. Jefferson war kein Freimaurer. Und obwohl Benjamin Franklin zweifellos ein Freimaurer war, war er nicht maßgeblich am Vorschlag dieser Symbole beteiligt. Dies lag in der Verantwortung der künstlerischen Berater, die den Komitees beim Entwurf zur Seite standen. Sieht man sich die Komitees an, die es entwarfen, findet man dort keine Freimaurer, die am Design des großen Siegels der USA beteiligt waren. Wenn aber die künstlerischen Berater die Bilder aussuchten, dann hatte ihre Inspiration vielleicht überhaupt nichts mit den Freimaurern zu tun. Grafische Symbolik ist im 18. Jahrhundert von gleicher Bedeutung wie heute im 21. Jahrhundert. Es gab also eine standardisierte visuelle Sprache, die sowohl in Europa als auch in den USA galt.
Zu einer Zeit, als viele Menschen noch nicht lesen konnten, wurde diese allgemeine visuelle Sprache durch Emblembücher gelehrt. Emblembücher wurden zu Musterbüchern für Graveure, Architekten und Ingenieure. Zur Zeit des frühen 18. Jahrhunderts war Ripas Emblembuch das Standardwerk in Sachen Design. Man konnte es in jeder Graveurwerkstatt finden. Emblembücher enthielten durch Symbole und Verse verdeutlichte moralische Belehrungen. Die Kinder wurden so erzogen, dass sie die Bedeutung der Symbole verstanden, selbst wenn sie nicht lesen konnten. Diese Codes musste man nicht knacken. Man war mit ihnen aufgewachsen. Mit einem bestimmten grafischen Symbol wurden sofort bestimmte Dinge assoziiert. Auch die ägyptischen Bilder auf dem großen Siegel waren Teil dieses allgemeinen visuellen Codes und stammten nicht unbedingt von den Freimaurern. Manche der Elemente, das allsehende Auge und die unfertige Pyramide, wurden jahrelang als Freimaurersymbole benutzt, aber auch außerhalb der Freimaurerei eingesetzt. In diesem Sinne sind es also allgemeine heraldische Bilder. Sicher gab es die Theorie, dass das Freimaurertum Ursprünge in den mystischen Religionen Ägyptens und des Mittelmeeres hatte. Zweifellos haben Freimaurerlogen Pyramiden als dekorative Motive genutzt, doch keine davon wurde je offiziell als Symbol anerkannt. Und das allsehende Auge wurde von den Freimaurern zwar benutzt, doch war es ein verbreitetes Logo der damaligen Zeit. Das allsehende Auge war ein Symbol, das traditionell zum Ausdruck von Göttlichkeit genutzt wurde. Sucht man also nach einem raumsparenden Weg, Gott darzustellen, eignet sich das Auge. Es ist klein, kompakt und bietet sich in eindrucksvollen, künstlerischen Variationen an. Nach dieser Auslegung sagten die Gründerväter, Gott wache über Amerika. Und laut ihrer eigenen Worte ergab sich hieraus das Design. Die Pyramide bedeutet Stärke und Fortdauer. Das Auge und das Motto darüber spielen auf die zahlreichen Zeichen eines Eingreifens der Vorsehung zugunsten der amerikanischen Sache an. Die Frage nach dem Adler ist ebenfalls einfacher, als die Verschwörungstheoretiker meinen mögen. Benjamin Franklin, der Freimaurermeister, war gegen den Adler. Er favorisierte, wie er seiner Tochter schrieb, den wilden Truthahn. Ich wünschte, der Weißkopfseeadler wäre nicht ausgewählt worden, um unser Land zu repräsentieren. Er ist ein Vogel von schlechtem Charakter. Im Vergleich dazu ist der Truthahn ein weitaus ehrbarerer Vogel. Er ist, obgleich ein wenig eitel und töricht, durchaus ein Vogel mit Courage. Franklin wählte einen wilden Truthahn, weil dieser ein gerissener, trickreicher und kluger Vogel war. Der Adler hingegen ist ein Aasfresser und das hielt er nicht für besonders edel. Aber der Weißkopfseeadler ist ein Vogel von eindrucksvoller Schönheit. Wie auch immer, die USA lehnten Ben Franklins Truthahn ab und wählten den Adler als Symbol von Macht und Hoheit für die Vereinigten Staaten. Eine harmlose Erklärung also für den Adler. Selbst die unheimliche Wiederkehr der Zahl 13 wird heruntergespielt. Die Zahl 13 erscheint immer wieder in der Symbolik der Dollarnote. Wenn man hochgradig paranoid gewissen Verschwörungstheorien anhängt, glaubt man, dass die Freimaurer die 13 für sehr wichtig hielten. Natürlich gibt es eine viel einfachere Erklärung. Es gab 13 Kolonien. Die 13 hatte keine besondere Bedeutung für die Freimaurer. Gemäß der offiziellen Erklärung repräsentieren die 13 Streifen auf dem Schild die 13 Gründerstaaten. Das Motto "Aus vielen eins" spielt auf die Vereinigung dieser Staaten an. Der Olivenzweig und die 13 Pfeile deuten die Macht von Frieden und Krieg an, die ausschließlich dem Kongress übertragen ist. Die Konstellation der Sterne über dem Adler deutet einen neuen Staat an, der seinen Platz unter den obersten Mächten einnimmt. Also entgegnen die Freimaurer, dass alle Symbole auf der Dollarnote in allgemeinem Umlauf waren, als das große Siegel entworfen wurde. Und, was noch wichtiger ist, sie lehnen jeden Gedanken an ein Komplott zur Durchsetzung einer neuen Weltordnung ab.
Das Motto auf dem großen Siegel, Novus Ordo Seclorum, stammt meines Wissens nach von Vergil. Es bedeutet eine neue Ordnung der Zeitalter und keine neue Weltordnung. In der Freimaurerei gibt es keine neue Weltordnung oder neue Ordnung der Zeitalter. Sie kommen dort nicht vor. Jede andere Übersetzung der neuen Ordnung der Zeitalter zeugt einfach von miserablen Lateinkenntnissen. Tatsächlich hatte das lateinische Motto mehr mit direkter Politik als mit versteckten Botschaften zu tun. Die Gründerväter bezogen sich auf die Geburt der neuen Nation mit einer neuen Form von Staatsregierung. Novus Ordo Seclorum bedeutet im Grunde eine neue Ordnung der Zeitalter. Diese neue Ordnung meint eine republikanische Form des Regierens. Nicht die Partei der Republikaner, aber eine entsprechende Regierungsform. Amerika wurde als Republik gegründet, mit einer repräsentativen Form der Regierung. Trotz aller Versuche, den Einfluss der Freimaurer herunterzuspielen, scheinen sich doch zu viele Geheimnisse um die Dollarnote zu ranken. Und die Freimaurersymbole könnten eine plausible Erklärung dafür bieten. Der Erfolg des Films Das Vermächtnis der Tempelritter belegt das öffentliche Interesse daran, verborgene Bedeutungen hinter den weltlichen Dingen zu suchen. Und es gibt vielleicht einen letzten schlagenden Beweis. Darin ist ein mysteriöser Guru verwickelt. Die ursprüngliche Anregung für die auffällige Symbolik des großen Siegels bleibt nach wie vor umstritten. Ebenso in welchem Maße die Freimaurer tatsächlich daran beteiligt waren. Eines ist jedoch gewiss. Die Symbolik wurde erst im Jahr 1935 auf die Dollarnote übertragen und der Verantwortliche dafür war der Präsident der Vereinigten Staaten, ebenfalls ein Freimaurer. Der Platzierung des großen Siegels auf der Dollarnote liegt eine außergewöhnliche Geschichte zugrunde. Der Minister für Landwirtschaft und spätere Vizepräsident Henry A. Wallace sagte, es sei sein Verdienst, dass das große Siegel auf der Rückseite der Dollarnote ist. Henry A. Wallace war ein hochrangiger Freimaurer. Er hatte Zeit seines Lebens ein großes Interesse an Mystik und Okkultismus. Er stieß auf ein Buch über die Geschichte des großen Siegels und war fasziniert von dem Bild auf der Rückseite, das er nie zuvor gesehen hatte. Er sah diese Pyramide und das Auge und begann fortan Symbolismus zu studieren. Er hatte einen Lehrer, der die große Bedeutung dieser Symbole für die USA herausstellte. Auch dieser war ein Freimaurer. Dieser Guru oder Lehrer war eine seltsame Person namens Nicholas Röhrig. Nicholas Röhrig war ein russischer Esoteriker und Künstler. In den 20er Jahren bereiste er unzählige Staaten, von denen er annahm, dass Jesus Christus dort gewesen war. Er wollte in Kontakt mit Christus treten und versuchte herauszufinden, wann dieser wiederkehren würde. In den 20er Jahren hielt sich Röhrig eine Weile in New York auf. Zu dieser Zeit traf er Wallace. Er hatte immensen Einfluss auf Wallace. Sieht man sich seine Bilder an, erkennt man, dass er ein mannigfaltiges Genie war. Sich mit so einer Person zu umgeben, beeinflusst zwangsläufig das Bewusstsein und erleichtert es, die tiefere Bedeutung der Dinge zu erkennen. Die Öffentlichkeit schüttelte den Kopf über die Beziehung. Jahre später verspottete man Wallace regelrecht, als seine Briefe an Röhrig, den er seinen Guru nannte, veröffentlicht wurden. Richtig peinlich wurde es aber, als Franklin D. Roosevelt und Henry Wallace später meinten, Nicholas Röhrig sei ein Spion und Kommunist gewesen. Mehr als merkwürdig, nachdem Röhrig also erst Wallace inspiriert hatte, der dann wiederum Roosevelt inspirierte, war er nun gerade wegen seiner spirituellen Glaubenssätze nicht mehr willkommen. Doch durch Röhrigs Lehren erkannte Wallace die Wichtigkeit von Symbolik und ihren Nutzen als effektives Kommunikationsmittel. Zudem war er als Freimaurer fasziniert vom Bild der Pyramide mit dem allsehenden Auge darüber. Es kann sein, dass Wallace und Roosevelt als Freimaurer mit dem allsehenden Auge als Symbol Gottes schon vertraut waren, weil sie Bilder der Renaissance gesehen hatten, auf denen es vorkam. Aber Verschwörungstheoretiker gehen davon aus, dass noch viel mehr dahinter steckt.
Die Freimaurer müssen natürlich ihre geheime Agenda für die USA verborgen halten. Also behaupten sie, die Symbole stammten aus Büchern, die jedermann zugänglich waren. Die Symbole kämen dorther und jeder wüsste es. Ich glaube nicht, dass das wahr ist. Jenseits des bekannten allsehenden Auges sah Wallace in einem der Sinnsprüche ein Abbild der Regierung seines Präsidenten. Henry A. Wallace fand, es gebe einen direkten Zusammenhang von der neuen Ordnung der Zeitalter und dem New Deal, dem geplanten großen Reformpaket Roosevelts. Er ging also zu ihm und schlug vor, den Spruch zu übernehmen. The banks closed. President Roosevelt taking financial measures against the Depression. Social Security founded, as he instituted a series of New Deal reforms. New Deal bezeichnete eine Reihe von Programmen, die Präsident Roosevelt zur Zeit der großen Depression begann. Sie sollten die Konjunktur ankurbeln und eine soziale Reform herbeiführen. And confidence is growing on every side. Wallace. Als Mitglied einer Geheimgesellschaft begriff Wallace die Bedeutung und übertrug sie. Er ging also zu Roosevelt und sagte, sieh dir das mal an. Es zeigt, wer wir sind, was wir tun und was wir in der Zukunft vorhaben. Als Wallace herausfand, dass die Rückseite des großen Siegels niemals verwendet worden war, schlug er Roosevelt vor, sie auf eine Münze zu prägen. Roosevelt beschloss stattdessen, beide Seiten des großen Siegels auf die Dollarnote zu übernehmen. Interessant ist, dass Präsident Roosevelt persönlich das endgültige Design freigab. Er tat dies oft bei Projekten wie Banknoten, Briefmarken oder Bauten. In diesem Fall kritisierte er die endgültige Version und ordnete einige kleine Änderungen an. Liegen die Verschwörungstheoretiker diesmal richtig, wenn es um die Macht der Freimaurer geht? Franklin D. Roosevelt und Henry Wallace waren zwei der bedeutendsten Freimaurer, die es in den USA gab. Roosevelt war einer von 14 Präsidenten, die Mitglied der Freimaurer waren. Es gibt tatsächlich so etwas wie eine Verschwörung hinsichtlich des großen Siegels, so wie man es auf der Rückseite der Dollarnote findet. Und sie schrieben es den Freimaurern zu. Obgleich sie Nährboden für so viele Kontroversen war, wurde die versteckte Symbolik der Rückseite des großen Siegels auf die Dollarnote übernommen. Auf Initiative von Henry Wallace und durch einen der mächtigsten Freimaurer aller Zeiten, den 32. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Franklin Delano Roosevelt. Verschwörungstheoretiker halten das für eine versteckte Absichtserklärung der Freimaurer. Sie wollen nicht, dass jemand erfährt, was diese Symbole bedeuten. Sie lassen es nicht an die Öffentlichkeit, weil es sich um eine Verschwörung handelt. Das Ziel der Freimaurer ist es, die Welt in eine neue Ordnung zu führen. Dem amerikanischen Volk, eigentlich der ganzen Weltbevölkerung, wird niemals eine Wahl oder ein Mitspracherecht eingeräumt werden. Wir sollen diese neue Weltordnung erhalten, ohne sie gewählt oder beschlossen zu haben. Deshalb müssen sie sie geheim halten. Sie glauben, dass die Freimaurer unter den Gründervätern eine Botschaft in dem großen Siegel versteckten, eine Botschaft, die von Wallace und Roosevelt gesehen und verstanden wurde. Aber die Freimaurer leugnen jegliche böse Absichten. Sie hielten es wohl für ein angemessenes Symbol Gottes und sie hielten es für eine gute Idee, die Bürger daran zu erinnern, dass Gott alles sieht, was sie tun, wenn sie diese Dollarnote hervorholen. Obwohl Historiker sich einig sind, dass die Freimaurer eine zentrale Rolle bei der Gründung Amerikas spielten und mit seither 14 Freimaurerpräsidenten nach wie vor spielen, gibt es keine Beweise für einen Plan zur Weltherrschaft. Das anti-freimaurerische Gedankengut, das vor allem seit 1770 aufkam, stammte von fundamentalen Christen. Sie glaubten, diese Leute seien durchweg antichristlich. Dabei waren die meisten von ihnen sehr gläubige Christen und hätten sich über nichts mehr geärgert, als ketzerisch oder blasphemisch genannt zu werden. Vieles davon hat mit der Angst vor dem Unbekannten zu tun. Die Bilder auf der Rückseite der Dollarnote befinden sich dort, weil es den Gründervätern gelang, ein bleibendes Symbol zu erschaffen, das die USA gegenüber dem Rest der Welt repräsentiert. Das Design des großen Siegels hat sich bewährt, weil es einfach ein gutes Design ist. Es funktioniert. Wenn nicht, hätten sie es geändert.
Haben sie aber nicht. Es steht für das Amerika in der Mitte des 18. Jahrhunderts ebenso wie für das heutige. Es funktioniert. Es ist ein Kultbild. Es gibt die Dollarnote, es gibt Camel-Zigaretten und Coca-Cola. Und es gibt Amerika. Zweifellos geben die Bilder der Dollarnote wichtige Hinweise auf die Sicht der politischen Führungsspitze Amerikas, auf die erwachsen werdende Republik und ihre Zukunft in der Welt. Und die Bedeutung dieser Symbole hat viele inspiriert. Ob all dies jedoch Teil einer breit angelegten Verschwörung ist, das bleibt ein Geheimnis.